Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem gleich. It's Rumble Time. So Leute, yo, wir kämpfen jetzt gegen... Wer ist es denn überhaupt? Blue Screen of Death. What the fuck? Come on, baby. Auf los geht's los. Ich will jetzt hier was sehen. Was ist denn da los? Komm schon. So, ein Match hat begonnen. Ah ja, welch Wunder. So, die 422. Ui, die haben wir richtig jetzt mal in den Frack voll bekommen. Die 422s. Bei einem Kampf um Platz 103. 41 von denen bis jetzt bei, also bis jetzt haben von denen 41 gekämpft. Ui, ui, da oben habe ich, da oben habe ich was gesehen. 2000er diesmal, also, oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Schaff ich das endlich auch mal? Ich glaube es nicht. Bis jetzt. Ist mir immer irgendwo, und wenn es im letzten Match war, irgendwas quer geschossen. Schauen wir erstmal. Nezirot. So, wir haben einmal den Roger und hier kann ich theoretisch, also viel Auswahl habe ich ja eh nicht. Kann ich jetzt den Irek Lobster. Da kommt er natürlich mit dem Stewie. Eine Stewie ist jetzt nicht wirklich das, was ich jetzt hier gerne sehen würde. Deswegen fange ich jetzt mal an mit Mr. Deliver. Der heilt sich wenigstens gleich von selbst hoch. Dann haben wir hier mal den Peter. Auch hier wiederum am besten. Der würde mir ganz schön Probleme bereiten. Komm, wir fangen an mit dem betrunkenen Peter. Den holen wir jetzt noch mit rein ins Match. Und jetzt geht's los. Jetzt sind wir drin. Jetzt haben wir den Nezirot besiegt. Jetzt kann ich den Bender da hinten spielen. Da kann der Nibbler on the Roof mit drauf. Dadurch hat er ja auch sein Schild dann noch und ist noch aggressiv mit dabei. Und tatsächlich der betrunkene Peter hat das Match dann jetzt entschieden. Jetzt schauen wir mal, für wie viele Punkte ist schon gleich im ersten Match, ist schon die 1000 weg. So, jetzt kommen wir schon jetzt gleich schon 82 Punkte. So, leck mich an der Buckel. Gleich schon Match 1, Feierabend. Fertig. Geht nix. Kommt der da gleich mit dem Stewie, ey. Könnte ich gerade verrückt werden. Kann mein Deck gar nicht in Fahrt kommen. Ist scheißegal. Ich freue mich auf jeden Fall für die zwei. Ich glaube, Bounty war es, ne? Bounty und Cuddly. So, GoldenEye ist der nächste Gegner. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit mit dem Jealous Bobby... Roger geht ab, das ist natürlich eine gute Kombo. Ich fange an mit dem Jealous Bobby und danach spiele ich nebendran den Roger geht ab und es sollte dann in der Regel sollte das gut werden. Und ich spiele als erstes den Nibbler on the Roof. So, und jetzt, wie man sieht, jetzt kommt hier der Roger geht ab. Jetzt brauche ich noch was zum Heilen nach rechts. Kann ich jetzt irgendwas machen? Peggy ist mit noch nie. Okay, muss ich auch gleich nochmal gucken, dass ich die auch gleich noch mit erforsche. So, das reicht auch wieder nicht. Was ist es? Auch wieder eine 89. Ja, leck mich doch, aber leck mich doch fett, ey. 89. Okay. Match Nummer 2. Sind schon 22 Punkte liegen geblieben. Das ist nicht schön. So, wir machen jetzt weiter. Gegen Catch Me. So, und bei Catch Me habe ich jetzt... Oh, da habe ich schöne Möglichkeiten. Ich fange jetzt erstmal mit Eugene Belcher.
44, jetzt gucken wir mal, wie viel Schild hatten wir da oben. Der hat 3 Schild. Das würde bedeuten, Scheiße, klappt nicht. Ne? Ist jetzt einfach mal so, muss ich akzeptieren. Ein einziger Drecksschadenspunkt. Komm, okay, dann machen wir es jetzt anders da. Wir spielen jetzt als allernächstes nebendran erstmal die Tina und dann gucken wir mal, wie das Ding weitergeht. Weil jetzt kann ich es sowieso gerade nicht ändern. Hat ja ein bisschen Schild. So, okay. Jetzt hätten wir natürlich verschiedene Optionen. Ich könnte, was will ich mit Electric Love? I Am Mona könnte spielen und da vorne One Man Musical. Also wir machen jetzt erstmal hier die schlimme Tina. Dann hoffe ich, dass hier das da vorne schon mal wegfliegt. Dann setze ich hier nebendran erstmal die Fahrt School Jimmy Junior, damit da mal die 11 immer wieder geheilt werden. Die brauche ich. Ich brauche diese 11. Auch hier natürlich wie viel Schaden hatten die jetzt aktuell da drauf? Das kann ich aktuell noch gar nicht so richtig beurteilen. Wie viel Schaden wir da aktuell haben. Was kann ich jetzt hier heilen? Komm, wir machen das einfach. Dann habe ich wenigstens die noch geheilt. Komm, nicht langsame Netzwerkverbindung. Mach das nicht. Mach das nicht. Ich muss jetzt hier nicht machen. Nicht langsam. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Ah, doch. Hat sich noch erholt. Sehr schön. So, jetzt wird die wenigstens noch hochgeheilt. Und dann gucken wir mal, 93. 93. So, 7 Matches noch zu spielen. Gegen Tommy H610. Jetzt schauen wir mal, was habe ich hier. Hier habe ich den Jealous Bobby mit 34 Schaden nach vorne. Den Cubido Bobby mit 37 Schaden nach vorne. Und er würde sich wenigstens selbst noch wieder ein. Wir fangen an. Wen wundert's? Natürlich mit dem Bobby. So, und das ist natürlich optimal. Ich kann jetzt hier 34 Schaden. Das ist aber wieder Musikkarte. Obacht. Musikkarte, wir haben 20%, das heißt, die hat 39 aktuell. Und das wird in beiden Fällen leider nicht reichen. Dann spiele ich hier tatsächlich jetzt mal den Cupido Bobby, weil er sich wenigstens wieder selber hochheilen würde. So, jetzt haben wir 44. Und das reicht definitiv. 44 reicht definitiv. Jetzt kann ich den Peter neben dran spielen. In aller Ruhe. Völlig gechillt. Na, was habe ich jetzt gemacht? So, und kann hier noch das Ganze noch ein bisschen verschärfen mit der Snot Rocket. Dann habe ich die Chicken Fight. Ja, das ist optimal. Das wird wenigstens mal die erste glatte 100 werden jetzt in diesem Match. Cupido Bobby sei Dank. Gegen Tommy H. So. Jetzt haben wir Mark O1. Mark O1. Nibbler on the Roof. Damit fange ich jetzt einfach mal an. Mhm. Den pushe ich jetzt von der Seite mit der Furzschule für Hochbegabte. Und der Nibbler on the Roof würde das ja sowieso jetzt schaffen. So.
Wir schauen jetzt mal, ob es Sinn machen könnte, unter Umständen tatsächlich hier die mit der Biegeschule hinten den Bänder noch zu spielen. Wir gucken jetzt erstmal, was er als nächstes spielt. So, und das ist natürlich jetzt eine geile Kombo-Möglichkeit, ne? Ich kann jetzt hier vorne erstmal den Baum noch spielen. So. Oh mein Gott. Jetzt habe ich natürlich mega geile Möglichkeiten, ne? So. Eine wäre natürlich diese da. Der Nibbler wird sich da vorne sowieso wieder selber heilen. Ich spiele jetzt mal den Diorama Gene. Und jetzt ist das fast alles weg. So, jetzt hier hinten noch hin die Fahrt School Jimmy Jr. Ich will jetzt hier heilen, 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 heilen. Und was haben wir rausbekommen? 96. Immerhin nur noch 96. So. .42 .450. So, Overfiend 77. Ja, da habe ich natürlich ganz tolle Sachen jetzt gerade zur Auswahl. Ich fange jetzt mal mit Eugene Belcher an. Und der kommt natürlich auch jetzt wieder mit dem Fahrt School Jimmy Jr. Es ist schon interessant, dass ich tatsächlich fast nur Karten aktuell hier vorgesetzt bekomme, die tatsächlich viele nehmen. So, Chicken Fight. Ich meine, das ist ja auch richtig so. Soll ja auch genau so sein. Das ist ja auch richtig gespielt von den anderen hier. Immer schön viele Leben, die Karten, damit es einem nicht so leicht gemacht wird. Jetzt kommt er, ja, jetzt kommt ein vitruvianischer Mensch. Das ist so. Okay. Jetzt ist der vitruvianische Mensch da. Na gut, okay. Alles klar. 88. Hätte den mal am Anfang gespielt. So. Gegen Shackle Turret. Aber ich fange jetzt erstmal mit dem Roger an und dann gucken wir mal, unter Umständen mache ich hier tatsächlich einfach mal eine. So was da draus. Und liegt da oben der Stan kann keinen Schaden verursachen aktuell. Jetzt hat er natürlich Stoß mit hinzubekommen, ist klar. Warum auch nicht? Mit dem Luftgitarren-Stan. Ansonsten eine Schrott-Kombo. Jetzt macht sie mir Schaden. Ist das nicht toll? Ich spiele hier noch den Shrimp-Dress. Dann lass jetzt erstmal den Luftgitarren-Stand da vorne verrecken. Komm, Baby, auf geht's. Heute habe ich schon ganz schön Probleme hier mit der Netzwerkverbindung. Und wie sind sie noch weise? Komm, du erholst dich noch, oder? Ja, sehr geil. So. Jetzt habe ich hier 7 davor, das ist natürlich nie so schön, ne? .47 würde ich jetzt direkt machen, ne? Dann würde der einmal durchkommen, danach wäre er tot. Also, das müssen wir so rum machen. Einmal durchkommen, einmal tot werden lassen, so. Okay, und dann hier nochmal mit der Tina, noch einmal durchgeheilt. Sofern nicht vorher schon das Ding gelaufen ist. Nein. So, und jetzt muss tatsächlich, ja gut, da vorne, der Roger macht es. Macht es jetzt ganz alleine. Zum Glück ist eine Krone drauf. Das sind diese Angriffspunkte, hätten mir sonst gefehlt.
So. Muss dann auch noch wieder 2 machen, oder? Nein. Ah, schon an die nächste. Perfekt. So, jetzt, oh, jetzt habe ich mal endlich auch mal was, wo mir Freude bereitet. Der da oben sieht nicht so stark aus mit 78 Leben, aber jetzt lassen wir. Oh Gott! Leute, 57 Leben, Luis. Okay. Fangen wir an mit dem roten Rodriguez to Real. Versuchen die diese Lebensanzahl gleich zu minimieren. Da muss sofort was passieren. Irak Lobster. Nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Irak Lobster. So, jetzt haben wir den erstmal weg und jetzt muss da oben endlich mal der Butler das Zeitliche segnen. Alter Vater, das hat mich jetzt ganz schön viele Punkte gekostet, hier wieder hingegen Nu. 89. Ey, das sieht ja fast so aus zum Schluss, als hätte ich ein Match verloren. 89, 89, 89, 89, du hast 10 Matches gewonnen, hast 890. What the fuck? So, noch 2 Stück übrig. Also habe ich jetzt hier nur die Starken von denen oder was? Was ist denn da los? 84 gegen Carrie Bear. 10%. So. Fahrtschool Jimmy Jr., Bauchtrommel, Tuning Fork. Trommel Peggy, Yachtclub. Wir fangen jetzt mal an mit K-Pop-Video und dann gucken wir erstmal, was passiert. Oh, ja, das ist doch genau perfekt. Und er hat eine Tina oben drin und daran erkennen wir jetzt auch schon wieder. Wäre da jetzt zum Beispiel irgendwas mit Schild gewesen, hätte ich ein riesiges Problem gehabt, weil ich hätte die Karte wieder nicht gleich down bekommen. Wann kommt das Video? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Dauert noch ein paar Wochen wahrscheinlich. Echt? Ja. Dann hast du mir die ganzen anderen Videos dann kommen. Ach, okay. So. Jetzt hier die Pau Tucket Patriot Ale. Noch nebendran. Das ist eh wurscht. Carrie Bear. Der war jetzt wirklich mal endlich mal einfach. 99. Hat man einfach verloren? Aber auch nö. Mhm. Neun. Einfach schon. Jetzt haben wir Lee Bumpf. Ja, und jetzt habe ich endlich auch mal hier. Können wir gleich loslegen mit der schlimmen Tina und auch in, also in der Regel sollte, oh, neues Girlfriend mit 48 Leben. Okay. Aber Lois Griffin haben wir auch relativ schnell dann wieder im Griff. Zack, da ist sie weg. Ja, und das Match ist sowieso gewonnen. 9 Punkte. Das war's. Clementina macht jetzt fertig. Lee Bumpf, 96 Punkte geholt. Hallo und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. So. Also. Sonst schreibt mal in die Kommentare, ich drücke gleich. Macht jeden Tag Videos, irgendwelche Drawdown und Fortnite Battle oder Daily Shop News. Ja. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Wie viele haben denn von denen gekämpft? Gucken wir mal zusammen rein, ne? Langsam an der 12. Minute. Das habe ich die ganze Zeit jetzt wieder. Vorhin hatte ich es gehabt und jetzt. Leute, ich weiß nicht, was er gleich hat. Das ist einfach sein Tablet, hast du dann. Nein, nein, das war. Hallo, das war bei den anderen Tablets, beim Handy auch. Ach, okay. Echt? So generell so. Warum? Bei mir weiß war nicht. Alles okay. Bei mir war alles okay. Bei denen haben gekämpft. Ja, 41. Und was hat der Stärkste eigentlich da oben geholt? Gegen uns? 989. Elkven.
So, ja, jetzt haben wir eine Überraschung. Cuddly muss sich mal den ersten Platz teilen mit Bounty. Cuddly und Bounty mit einer sensationellen 1000. Und es ist für mich schon ein klein wenig frustrierend, wenn ich das sehe. Und ich gucke da hoch und denke mir, what the fuck? 1000 und dann komme ich irgendwo, keine Ahnung, schauen wir mal. Also, Cuddly und Bounty, 1000. Chris, 98. Ich meine, um Gottes Willen, es ist nicht frustrierend, es ist geil, ich bin mega stolz auf das Team. Ja? Nanubaya, 998. Tipicolada, 998. Dietronic, 99. Robert, 982. Homer J, 977. Nutty Nate, 977. Exam, 974. Tularis, 973. The King, 972. Amir Palang, 968. Sonja, 965. Apokalyptica, 965. Kings, 963. Brian XD 959, ah 959, Spider 956, Junket 955, Gecko Moria 951, Lord Ado 947, Stromi 943, Thomas Cookie 934 und ich komme jetzt auf Platz 25 mit 922 Punkten. Ulrike K 905. So, dann geht's weiter mit Topdust, Jesse, Enska, Abdem, Teklis, Mimo, Burger Boy, Krankus, Eat Fresh Food, Gamer Guy, Henny, Dennis, Sean, G, ASD, F, GH, Art 812, Alessio Il Guruo, Michael der Pate, Manuel K. und Brownie nervt. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr weiter gerne freuen. Bis dahin und tschüss.